Herzlich willkommen in der Volkshochschule Reutling. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Reihe Turmgespräche der Volkshochschule Reutling, eine Veranstaltung, die wir eigentlich gerne im Saal der Volkshochschule durchgeführt hätten. Das ist aus bekannten Gründen leider nicht möglich. Deswegen verlagern wir die Veranstaltung zu Ihnen nach Hause, in Ihr Wohnzimmer oder Arbeitszimmer. Dort ist es ja auch nicht. Heute ist die Premiere und wir freuen uns außerordentlich, dass die Number One unserer Stadt, die Nummer Eins der Stadt Reutlingen, zugesagt hat. Unser Oberbürgermeister ist heute da. Ein ganz herzliches Willkommen an Oberbürgermeister Thomas Keck. Ja, herzlichen Dank, lieber Uli Bausch, für die Einladung. Bin ihr gerne gefolgt. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein, dieser schönen Location, selbst in Corona-Zeiten. Und ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten können. Lieber Thomas, am 5. April war die Amtseinsetzung. Nicht diesem Jahr, sondern 2019, ein gewissermaßen anderes Zeitalter. Jetzt stecken wir mitten in einer schweren weltweiten Krise. Denkst du manchmal, wenn ich das gewusst hätte? Eigentlich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich trotzdem kandidiert für diese Aufgabe. Weil das hätte jetzt keinen entscheidenden Einfluss drauf gehabt. Natürlich wünscht man sich so etwas nicht. Also nach 8 Monaten im Amt des Oberbürgermeisters eine Haushaltssperre verkünden zu müssen und kurz danach mit einer Gesundheitskrise wie Corona umgehen zu müssen, das kann sich niemand wünschen. Und es sind auch beschwerliche Tage im Moment, das muss ich schon sagen. Denn es belastet, es ist alles unter Druck und vor allem die Unwissenheit, nicht zu wissen, wohin es geht, vor allem auch in finanzieller Hinsicht für die Großstadt Reutlingen, das belastet doch sehr. Das kann ich mir absolut vorstellen. Das ist finanziell ja in keinster Weise überschaubar. Aber nochmal zu den ersten Tagen im März. Die waren ja besonders dramatisch. Wir hatten hier am 2. März noch eine Veranstaltung mit viel Publikum und dann ging es Schlag auf Schlag. Und am 12. März hast du die Reißleine gezogen, hast gesagt, Schluss, es gibt keine Veranstaltung mehr mit mehr als 200 Personen. Wie hast du diese Tage erlebt, wo man jeden Tag neu überlegen musste, sind die Maßnahmen ausreichend oder hätten wir nicht noch mehr tun müssen? Wir saßen jeden Morgen im Krisenstab, im Verwaltungsstab, bei der Feuerwehr, in der Feuerwehrzentrale zusammen. Und als ich gesehen habe, dass es explodiert, dass die Infektionszahlen auch in Reutlingen drastisch hochgehen, habe ich diese 200er Versammlungsgrenze erlassen. Sie hatte nicht lange Bestand. Bis dahin war vom Land her 1000 Personen verfügt, 200 ein, zwei Tage und dann kam ja der Shutdown. Am 16. März. Am 16. Genau. März. Das war dann das totale Runterfahren. Es war dramatisch und es hat irgendwie alles verändert. Es hat irgendwie alles verändert und es war halt auch noch nie da. Es gab keine Erfahrungen. Wir haben jetzt eine große Diskussion zu der Frage, war das alles richtig, war es angemessen? Es gibt Gastwirte, die sagen, wir gehen in die Insolvenz. Es gibt viele Selbstständige, die haben überhaupt kein Einkommen, beziehungsweise das, was sie bekommen, ist vielleicht nicht ausreichend. Hinterher ist man immer schlauer. Aber diese Balance zwischen Shutdown und trotzdem noch ein Mindestmaß an Ökonomie ermöglichen, hat die Balance gestimmt? Ich will ganz ehrlich sein. Ich war lange Zeit der Meinung, wir hätten am Anfang noch radikaler agieren müssen. Und zwar habe ich mir die wissenschaftliche Auswertung der spanischen Grippe-Epidemie von 1918 bis 20 in den USA angeschaut. Ich meine, die war ja auch in Europa, aber für USA gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung. Und der führende amerikanische Epidemiologe auf dem Gebiet aus Harvard hat wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Städte in den USA, die zu Beginn der damaligen Pandemie scharfe Maßnahmen erlassen haben und mit scharfen Maßnahmen sofort eingeschritten sind, auf dem Höhepunkt der Pandemie nur ein Achtel der Todesfälle hatten als andere Kommunen, die peu à peu Maßnahmen ergriffen haben. Deshalb hätte ich mir gewünscht,
zu Beginn, dass wir vielleicht noch radikaler vorgegangen wären. Mittlerweile sieht es anders aus. Ich glaube, im Endeffekt haben wir es bis jetzt ganz gut gemacht. Mhm. Ich weiß und ich habe großes Verständnis für alle, für die es um die Existenz geht. Mhm. Jetzt die Einzelhändler, die Gastronomen, die sind auch noch nicht über den Berg. Denn die Öffnung, die wir jetzt haben, ist ja eine Teilöffnung. Mhm. Und die Umsatzzahlen, gerade in der Gastronomie, stimmen hinten und vorne nicht. Die Leute sind gehemmt, man kann auch wesentlich weniger Menschen unterbringen in den Lokalen. Also da muss noch einiges kommen. Aber es ist eine sehr zerbrechliche Geschichte. Ja. Wir hatten ja weltweit noch nie die Situation, dass die Gesamtgesellschaft einem Teil der Gesellschaft verboten hat zu arbeiten. Ja, so. Manche dürfen arbeiten, die Baumärkte sind voll, die IT-Industrie macht super Umsätze, die Pharmaindustrie sowieso in vielen Bereichen pumpt. Aber ein Teil der Gesellschaft wurde mit Arbeitsverbot belegt, um die Gesamtgesellschaft zu schützen. Müsste dann nicht logischerweise auch die Gesamtgesellschaft gewissermaßen gerade stehen für das Opfer, das die bringen, um alle zu schützen? Das ist absolut richtig. Gerade in einer solchen Situation muss ich ein soziales Gemeinwesen beweisen. Das ist absolut richtig. Solidarität hat in einer solchen Situation noch eine ganz andere, schwerwiegende Bedeutung als sonst schon. Und ich verhehle nicht, ich bin immer schon der Meinung gewesen, dass unsere Gesellschaft wesentlich sozialer und solidarischer agieren könnte, als sie es tut. Brauchen wir deswegen noch zusätzliche Rettungsschirme? Es wurden ja schon gewaltige Summen in die Hand genommen. Die Billionengrenze ist weit überschritten. Aber es reicht offensichtlich nicht. Die Kommunen ächzen, die Kommunen sagen, wir sind pleite. Wie sieht das denn ganz konkret in Reutlingen aus? Kann man da schon absehen, wie viel fehlt? Ich sehe den Boden des Fasses noch nicht. Wir wissen wirklich noch nicht, wo wir finanziell rauskommen, wenn man einmal von einem Ende der Pandemie sprechen kann. Ich kann nur Momentaufnahmen und Wasserstandsmeldungen abgeben. Und es ist dramatisch. Es ist dramatisch. Ich werfe mal eine Zahl in die Runde. Ich gehe im Moment von einem Minus von über 40 Millionen Euro aus. Für 2020? Ja. Uns bricht die Gewerbesteuer weg. Wir haben andere Mindereinnahmen. Wir haben Gesuche nach Stundungen, Stundungsgesuche in Millionenhöhe. 7 bis 8 Millionen sind das auch schon. Wir haben drastische Einbrüche im Anteil an der Einkommensteuer, den wir als Kommune erhalten. Das ist dramatisch. Und es wirkt sich fürchterlich aus, dass die Kommunen, die Städte und Gemeinden in Deutschland eben doch an der Gewerbesteuer und etwas noch an der Einkommensteuer hängen. Das wirkt sich katastrophal aus. Und es geht uns hier wie anderen Kommunen auch. Deshalb brauchen wir einen kommunalen Rettungsschirm. Am Anfang gab es Rettungsschirme für alles Mögliche, gibt es auch jetzt noch. Und es ist erst ein paar Tage her, dass das Thema kommunale Rettungsschirme langsam in den Fokus gerät. Und das ist absolut notwendig. Da hast du dich ja auch bundesweit zu Wort gemeldet mit der Forderung nach einem Bundesrettungsschirm für die Kommunen. Ja. Wie war die Resonanz darauf? Was ist passiert? Gibt es da Signale? Sagt Olaf Scholz, jawohl, wir müssen da etwas tun? Der Bundesfinanzminister hat einen relativ konkreten Vorschlag gemacht. Er will die Kommunen finanziell unterstützen und gleichzeitig die Altschuldenproblematik der deutschen Städte und Gemeinden aufarbeiten. Insbesondere sind von Altschulden auch die Großstädte im Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet auch betroffen. Das hat nun leider zu einem Aufschrei der Nicht-Solidarität geführt, auch in Baden-Württemberg. Der Innenminister hat sich hier entsprechend geäußert, auch der bayerische Ministerpräsident. Wo kommen wir denn hin, wenn wir für Städte in anderen Bundesländern die Zeche mitbezahlen sollen? Das ist die falsche Denke. So denke ich nicht. Ich sage noch einmal Solidarität. Ich glaube, wir müssen das gemeinsam stemmen in Deutschland. Ganz klar.
Also da hoffen wir, dass da noch was kommt, weil es kommen muss, weil andernfalls die Kommunen ihrer Aufgabe nicht gerecht werden können. Die Kommunen sind ja die Institutionen, die vor Ort bestimmte Institutionen am Leben halten müssen, jedenfalls die Institutionen, die essentiell wichtig sind für eine Kommune. Seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren werden elementare Dinge, die für das Funktionieren eines Gemeinwesens unabdingbar sind, von oben nach unten durchgereicht. Vom Bund über die Länder bis zum letzten Glied in der Kette. Und das sind die Kommunen. Wir dürfen sie betreiben. Nehmen wir das Beispiel Kinderbetreuung. Gleich mit einem gesetzlichen Anspruch verbunden. Wir müssen das finanziell stemmen. Das sind Millionen, die wir hier in Kinderbetreuung stecken. In Bau von Kindertagesstätten, Kindergärten, in Personalentwicklung etc. pp. Das ist brutal. Allein das Nichtaufkommen im Moment, die Nichteinnahme an Gebühren für Kinderbetreuung, macht für eine Stadt wie Reutlingen im Monat etwa 600.000 Euro aus. Das muss man sich mal vorstellen. Und so ist es ja auch vielen Gebieten. Wir tun Dinge, die eigentlich der Staat tun müsste. Die Kommunen tun es und werden auch finanziell verpflichtet, es zu stemmen. Und deshalb kommen wir ohne staatliche Hilfe, ohne die finanzielle Hilfe des Landes und des Bundes nicht mehr auf einen grünen Zweig. Der Rettungsschirm muss kommen. Das heißt, wir fordern hier, wer bestellt, bezahlt. Ja, so ist es. Also wenn der Bund sagt oder wenn das Land sagt, hier eine Pflicht zur Kinderbetreuung und so weiter, dann muss derjenige, der das fordert und durchsetzt und den gesetzlichen Anspruch definiert, finanziell auch dafür gerade stehen. So sollte es eigentlich sein. So ist es aber nicht in unserem Land. Also das ist ein Thema, über das wir noch viel reden müssen. Die Gesamtgesellschaft muss die Last dieser Pandemie tragen. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass ein Teil der Gesellschaft die Zeche zahlt, die Solo-Selbstständigen, die Kommunen, die Händler und andere von dieser finanziellen Last überhaupt nicht betroffen sind. Bräuchten wir zum Beispiel so etwas wie ein Lastenausgleich? Manche sagen ja, wir brauchen jetzt 10% auf alle Einkommen, egal aus welcher Quelle, um diese Riesenaufgabe stemmen zu können. Und wir wissen, die Reichen sind ja da und haben Geld. 10% für alle würde tatsächlich viel Geld zusammenbringen. Das ist eine durchaus naheliegende Idee, einen sozialen Lastenausgleich durchzuführen. Im Übrigen gibt es ja aus der weiteren Geschichte da durchaus Beispiele dafür, Lastenausgleich. Das halte ich durchaus für angebracht. Ich glaube auch, dass in dieser Krisensituation auch eine grundlegende Chance steckt. Eine grundlegende Chance auf einen Paradigmenwechsel. Alles, was bei uns passiert oder im Zentrum allen Tuns steht bei uns, das wirtschaftliche Handeln. Und Nachhaltigkeit, Umweltgesichtspunkte, das wird nur als Ableitung der Wirtschaft behandelt. Ja, das wird nur behandelt im Zusammenhang, wenn die Wirtschaft läuft, können wir auch ein bisschen Umwelt machen. Ich glaube, andersrum wird das in Zukunft sein müssen. Die Nachhaltigkeit, das nachhaltige Wirtschaften und die Klimapolitik wird ins Zentrum des Handelns rücken müssen. Und wir werden so? wir davon ableiten müssen, was wir wirtschaftlich uns leisten können oder nicht. Ja. Wir hatten in den letzten Jahren eine Riesendiskussion über die Grundrente, die 1,3 Milliarden kosten sollte. Da waren viele dagegen, das sei nicht finanzierbar. Jetzt höre ich, dass wir 2,5 Milliarden in die Hand nehmen wollen, um die Automobilindustrie zu fördern. Da soll es Kaufprämien geben, auch für schwere, große Autos wie die E-Klasse oder den 5er BMW. Was ist denn davon zu halten? Das halte ich für einen Treppenwitz. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Die Technik der Verbrennungsmotoren ist sichtbar, erlebbar, eine abgehende Technik. Es geht irgendwo anders hin. Wir werden Elektromobilität haben für eine gewisse Übergangszeit und dann wird man neue alternative Antriebe haben. Ob das Wasserstoff ist oder irgendwas Neues, von dem wir noch gar nichts wissen, weiß ich nicht. Aber dass wir jetzt Milliarden, du richtig sagst, in die Verbrennungsmotorentechnik stecken, das halte ich für einen absoluten Witz. Das kann nicht sein. So geht's nicht. Ich bin auch dafür oder kann mir sehr gut vorstellen, wer immer die Idee hatte, dass man
den Rettungsschirm oder finanzielle Maßnahmen in bestimmten Bereichen, unterstützende Maßnahmen, an so etwas wie die CO2-Abgabe koppelt. Das halte ich für durchaus machbar und sinnvoll. Das wäre sicher auch etwas im Sinne der Jugendbewegung Fridays for Future. Vor der Corona-Pandemie hatten wir eigentlich Veranstaltungen geplant, die waren jetzt nicht möglich. Was könnte man tun, um den Kontakt zu dieser aufgeweckten Jugendbewegung wieder aufzunehmen? Ja gut, wir werden uns wieder treffen müssen. Das muss sein. Wir hatten wirklich ein gutes Miteinander. Also ich auf jeden Fall mit den Fridays for Future Jugendlichen in unserer Stadt. Und das ist, das gebe ich zu, in den letzten Wochen etwas ins Hintertreffen geraten. Und ich fand es auch sehr schade, dass unsere gemeinsam geplante Veranstaltung auf den Bösmannsäckern nicht zum Tragen gekommen ist. Aber die Idee ist ja nicht tot. Wir werden es machen, halt ein bisschen später. Wunderbar, vielen Dank für diese Zusage. Wie sind nun die ganz konkreten Prioritäten für den Reutlinger Oberbürgermeister? Sind bestimmte Dinge jetzt auf den Prüfstand zu stellen, sagen wir, die müssen wir vielleicht schieben? Es gibt ja eine ganze Reihe von Projekten, von denen man sagen kann, sehr wünschenswert, vielleicht nice to have, aber vielleicht nicht absolut zwingend. Ja gut, wie ich schon erwähnt habe, wir haben gesetzliche Vorgaben, wir haben Dinge, die wir stemmen müssen, im Bereich Kinderbetreuung, im Bereich Schulen, das ist auch in Ordnung, das tun wir. Und dann müssen wir sehen, was wir uns leisten können vom Rest, der bleibt. Das Dumme ist, ich kann im Moment überhaupt nicht absehen, was bleibt und ob was bleibt. Und das macht es so unendlich schwierig und auch unbefriedigend. Wir haben eine Menge Destinatäre, einen Haufen Vereine, Institutionen, dazu gehört auch zum Beispiel die Volkshochschule Reutlingen, die wunderbare und wichtige Arbeit machen in diesem Gemeinwesen. Und ich bin nicht in der Lage, heute feste Zusagen zu machen, in welcher Höhe man den berechtigten Zuschusswünschen und Forderungen der Institutionen und Vereine nachkommen wird in Zukunft. Das kann ich heute noch nicht sagen. Was klar ist, wir treten ein, wir sind schon verwaltungsintern mittendrin in einem Konsolidierungsverfahren. Das wird zuerst einmal intern sein, dann werden wir den Gemeinderat natürlich mit ins Boot holen. Und wir denken daran, im Herbst diesen Jahres einen Nachtragshaushalt zu beschließen. Das muss sein. Und wir werden den neuen Doppelhaushalt, wenn es einer wird, Doppelhaushalt, haben in Reutlingen Tradition und ich möchte eigentlich auch nicht davon lassen, vermute ich, dass wir erst im Frühjahr nächsten Jahres, März, April, soweit sein werden, einen Haushalt für die Jahre 2021, 2022 beschließen zu können. Wie die aussehen werden, ich kann es heute noch nicht sagen. Das ist einer der Gründe meines Unwohlseins. Kann ich mir gut vorstellen. Es gibt in Reutlingen auch eine große Diskussion über das Glashaus, das in der Oberamteistraße entstehen soll. Manche sagen, naja, vielleicht muss man da doch noch mal grundsätzlich drüber nachdenken. Wie ist denn die Position des Oberbürgermeisters dazu? Ja, der ist da völlig offen. Das Glashaus hat einerseits architektonischen hohen Charme und ist wahrscheinlich, ich war nicht in der Kommission, die dieses Glashaus auf Platz 1 damals des Wettbewerbs gesetzt hat. Aber ich denke mir, dass es deshalb den Wettbewerb gewonnen hat. Auf der anderen Seite sind auch eine Menge Fragen nicht beantwortet, die das Glashaus anbelangen. Also da geht es um UV-Licht, um Feuchte und so weiter. Also da ist sicherlich noch erhöhter Diskussionsbedarf. Ob man das jetzt im Zusammenhang mit Corona und den finanziellen Lasten sehen kann, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich muss man es so sehen. Ich möchte es aber nicht aufs Glashaus reduzieren. Das Glashaus ist nur ein Teil davon. Es geht vor allem auch, und das stelle ich als einer, der mit historischen Dingen eigentlich gerne umgeht, um die Erhaltung der historischen Häuser, die da noch stehen, mit zwei Blockbohlenstuben aus dem 14. Jahrhundert, ein paar gibt es noch in Deutschland davon. Darum geht es mir in erster Linie, dass diese Häuser erhalten werden und davon werde ich auch nicht ablassen. Ja. Als du angefangen hast, nach wenigen Tagen hattest du eine Hausbesetzung. Du hast mit den jungen Leuten geredet, hast diesen Prozess moderiert
und diese Krise souverän gemeistert. Es ist ohne Stress und ohne Gewalt, man hat irgendwie miteinander geredet und man hat sich verstanden. Jetzt ist wieder ein Haus besetzt und jetzt sagen die jungen Leute, ja, also es geht zu wenig vorwärts. Was hältst du von den Anliegen der jungen Leute? Das Anliegen ist berechtigt. Diese jungen Leute, das waren ja keine Spinner, sondern die waren wirklich gut drauf. Die wollten den Finger in die Wunde legen. Und Wohnraum ist knapp in unserer Stadt. Wir haben nach einer neuen Statistik der Immowelt, haben wir unter den kleinen Großstädten Deutschlands im Moment die höchsten Mietsteigerungen. Da liegen wir bei 12%. Übergang 2019, 2020 liegen an der Spitze der Entwicklung, noch vor Tübingen. Wohnungsnot gibt es in Reutlingen. Wir haben jede Menge Leute auf den Wartelisten der früheren gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft, der GWG. Die jungen Leute legen den Finger in die Wunde, haben den Finger in die Wunde gelegt und sie sind jetzt ein bisschen ungeduldig. Das kann ich einerseits verstehen. Auf der anderen Seite fühle ich mich sehr wohl an meine Zusage von vor einem Jahr, denn es ist genau ein Jahr her, dass sie das Haus damals besetzt hatten, gebunden und ich habe ihnen auch einen Zugang verschafft zum Mietshäuser-Syndikat und diese Verbindungen zu knüpfen geholfen, dass da noch was draus wird. Wir haben eben auch private Partner auf der anderen Seite, denen Grundstücke gehören, drumherum um dieses Haus damals in der Kaiserstraße. Und mit Erbengemeinschaften ist nicht immer einfach zu verhandeln, das braucht Zeit. Aber es geht zu Ende und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir kommenden Monat im Juni dann einen Knopf reinmachen könnten, das Ding ausschreiben und dann können sich die Crew, wie sie sich geheißen haben, können sich die jungen Leute auch um das Objekt bewerben. Ich stehe da zu meinem Wort. Prima, ich bedanke mich ganz herzlich. Das heißt, die Crew muss sich keine Sorge machen, der Oberbürgermeister wird diese Interessen weiter verfolgen und auch wir werden den Kontakt mit Friday for Future aufnehmen, denn absolut, die ökologischen Interessen dürfen nicht unter die Räder kommen. Genau so ist es. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dem Oberbürgermeister gute, gute Nerven und vor allem bleiben Sie in Deckung, passen Sie auf sich auf. Dankeschön. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und dass ich hier sein durfte und ja, von meiner Seite aus wünsche ich der VHS Reutlingen alles Gute. Wir brauchen euch, bleibt standhaft und wir tun, Klammer auf, auch finanziell, Klammer zu, alles was wir können, damit es euch auch gut geht. Danke für diese Zusage. Können wir brauchen.